Der VDE-Netzwerkabend ist etwas Neues, was es so in der Form bislang noch nicht gab. Es sollte irgendwo in der NRW sein. Es gibt viele schöne Städte. Wir haben uns für Köln entschieden. Und in Köln ist das Schokoladenmuseum einfach eine tolle Location. Deswegen VDE-Netzwerkabend NRW hier in Köln im Schokoladenmuseum. Ich glaube, dass wir eine möglichst breite Menge an Menschen ansprechen wollen mit dem VDE. Wir wollen für Technik begeistern. Und ich glaube, wenn uns das so gut gelingen würde, wie die Menschen in Deutschland für Schokolade begeistert sind, dann hätten wir schon eine Menge erreicht. Ich bin so seit einem Jahr ungefähr schon Mitglied, wollte schon immer mal auf den Netzwerkabend mitkommen. Und heute habe ich gehört, gibt es einen Schokoladenbrunnen und es ist beim Schokoladenmuseum. Da dachte ich mir, heute ist eine gute Gelegenheit. Also ich habe mich zum einen über die Einladung sehr gefreut, weil der VDE für uns ganz wichtiger Partner ist. Und zum anderen auch der VDE wesentlicher und wichtiger Bestandteil für die Energiewende in Deutschland und in Europa ist. Ich bin von der SPD-Fraktion der Stadt Köln und ich bin auch im Wirtschaftsausschuss der Stadt Köln. Und die Akteure der Umgebung hier zu treffen, ist für mich unheimlich wichtig. Und ich finde es eine tolle Möglichkeit, sich auszutauschen und auch in einem anderen Biotop mal unterwegs zu sein. Ja, ich bin heute Abend zum Netzwerken hier, um nach den Jahren der Pandemie endlich mal wieder mit den Leuten persönlich ins Gespräch zu kommen und auch um Leute, die außerhalb von Köln im VDE aktiv sind, zu treffen. Für mich ist das sehr interessant. Ich bin noch sehr jung. Ich bin jetzt 21 Jahre alt. Ich bin noch ganz neu im VDE auch. Ich bin jetzt 6. Semester im Studium. Deswegen finde ich es sehr interessant, hier direkt aus Erfahrungen zu lernen und mit älteren VDE-Mitgliedern mich auszutauschen. Das Netzwerktreffen des VDE gibt uns als Gemeinschaftsoffensive Zukunft durch Innovation die Möglichkeit, viele tolle Unternehmen kennenzulernen und auch zu überlegen, wie wir die außerschulische MINT-Bildung stärken können in Nordrhein-Westfalen. Ja, macht so viel Spaß, ist sehr schöne, nette Leute, sehr informativ, sehr interessant und sehr zukunftsführend. Ja, ich liebe Schokolade, genau.